Jo, was geht, YouTube? Freigeist TV wieder am Start. Im dritten Tutorial vom Mix-It-Up-Bot erkläre ich euch die Commands und wie komplex sie sind. Aber wenn man es einmal kapiert hat, dann ist es doch ganz easy. Und das Ganze nach einem Intro. Und da sind wir auch schon wieder. Wenn ihr im Mix-It-Up-Bot auf Commands klickt, dann seht ihr erstmal vorintrigierte Commands. Da könnt ihr jeweils eingeben, wer darf sie triggern. Pros, Affiliate, Partner, Follower, Regular, VIP, Subscriber, Channel Editor, Staff, Streamer etc. pp. Und das kennen die meisten. Das ist in den meisten Bots so. Könnt ihr euch ein bisschen durchstöbern. Das sind die Commands. Hiermit könnt ihr das alles ganz normal triggern. Aktivieren und hiermit könnt ihr das vorher alles testen und ja, das sind diese fertigen Dinger. Aber wenn ihr jetzt was selber machen wollt, dann wird es ein bisschen tricky. Da geht ihr auf Custom Commands. Ich habe hier selbstverständlich jetzt hier ganz, ganz viele. Geht auf New Command und dann auf Advanced oder Advanced. Sorry for my English is not so yellow off the egg. Command. Ihr könnt auch alles einzeln machen. Aber dieses Advanced beinhaltet halt alles. Dann seht ihr dieses schöne Kästchen. Hier gibt ihr den Namen eures Commands ein. Da schreiben wir jetzt mal Mio Test. Dann beim Chat Trigger schreiben wir Mio. So, dann dieses kleine Männchen heißt hier, wer darf diesen Command benutzen? User, Pro, Affiliate, Partner, Follower, Regular etc. pp. Wir gehen jetzt mal hier auf Follower. Das ist jetzt hier die Cooldown. Ihr könnt die Cooldown pro Person zum Beispiel festlegen. Machen wir auf 60. Das heißt, die Person, die diesen Command jetzt gerade getriggert hat, kann nur alle 60 Sekunden diesen Command triggern. Wenn ihr jetzt auf individuell geht, heißt das, dass dieser Command allgemein nur alle 60 Sekunden getriggert werden kann. Dann könnt ihr auch, eine Gruppe machen. Zum Beispiel nennt ihr die Gruppe Noobs. Noobs. Das heißt, nur die Gruppe Noobs bekommt dann mit diesem Command 60 Sekunden Cooldown. Dann könnt ihr hier aufs Zahnrad klicken, die Settings. Und hier könnt ihr zum Beispiel eingeben, Delete Chat Command Run. Heißt, wenn ihr jetzt Ausrufezeichen Mio in den Chat gebt, dann wird dieser Command direkt automatisch gelöscht und nur der Chat Command wird angezeigt. Anstatt erstmal Ausrufezeichen Mio und dann darunter der Chat Command. Machen wir auch weg. So, und jetzt gehen wir zum Beispiel mal hier rein. Hiermit könnt ihr wirklich alles machen, was ihr wollt. Wir fangen erstmal ein bisschen easy an. Wir machen erstmal eine Chat-Message. Drücken auf das Plus. Dann öffnet sich das Ganze hier. Wir schreiben jetzt hier, ihr seid geil. Gut. Jeder, der jetzt Ausrufezeichen Mio in den Chat schreibt, bekommt dann die Chat-Message, ihr seid geil. Wenn ihr da noch eure Custom-Emojis benutzen möchtet, die nur Subs haben, aber als Streamer habt ihr ja eh alle, dann macht ihr ein Leerzeichen, schreibt dann das Kürzel eures Emojis rein und jetzt sehr, sehr wichtig, send as Streamer. Es sei denn, euer Chatbot hat Sub-Level 3 erreicht, dann hat euer Chatbot ebenfalls alle Emojis. Da dies ganz schön kostspielig ist, wird euer Chatbot eh nicht Level 3 sein. Deswegen macht dies als Send a Streamer und schreibt dann hier den Code eures Emojis rein. Dann drückt ihr auf Speichern. Das ist das Speichern. Und fertig habt ihr den ersten Command. Da geht noch viel, viel mehr. Da geht noch viel, viel mehr. Beispiel. Wir machen jetzt mal etwas, was ins Bild fliegen soll. Da geht ihr zum Beispiel mal auf Overlay, Image and Videos. Drückt auf Plus.
dann sagt ihr, was soll ins Bild reinfliegen. Wir machen jetzt mal in dem Fall ein Image. Dann ein Browser, sucht halt euer Bild vernünftig raus. Dann sagt ihr, ich möchte das Bild 500 mal 500 haben. Das Bild soll nach dem Triggern 5 Sekunden angezeigt werden. Ihr könnt dann noch eintippen, bounce in, bounce out. Wenn es angekommen ist, also wenn es rein gebounced ist, was soll damit passieren? Ich mache jetzt mal einen Flash, dann geht es später mit bounce out raus. Und ich möchte ganz gerne, dass mein Bild ganz rechts angezeigt wird. Oder vielleicht auch ganz links. Oder vielleicht oben. Oder direkt in der Mitte. Und dann könnt ihr das hier testen. Wir drücken jetzt mal drauf. Und wie ihr seht, kommt auf einmal was reingeflogen. Es blinkt, weil wir es eingegeben haben mit dem Flash. Und bounce dann wieder raus. Jetzt müsst ihr es auf der linken Seite haben. Drückt wieder, jetzt ist es auf der linken Seite. Diesen Befehl könnt ihr zum Beispiel duplizieren. Dupliziert ihr ihn? Habt ihr zwei. Einer geht links, einer geht rechts. Mit einer Chat-Message, Liebe geht raus. Liebe geht raus. So, wenn ihr das jetzt im Chat eingibt, Ausrufzeichen Mio. Ich mache das einfach mal. Ich tippe jetzt einfach, hier könnt ihr den kompletten Command immer testen. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, kommt direkt die Chat-Nachricht, Liebe geht raus und die beiden Bilder. Zack, habt ihr direkt die zwei Bilder. Alle beide am Flashen und dann gehen sie wieder raus. Aber es gibt noch einen Trick. Wenn ihr jetzt nicht wollt, dass das direkt so abgehakt, so wie es bei mir jetzt gerade aussieht, könnt ihr auf die Mitte gehen. Percentage sagt zum Beispiel, wie viel Prozent von der linken Seite sollen gehen. Wir machen jetzt mal 30. Und wie viel von oben? Machen wir mal 50. Wir testen das Ganze. Es ist immer noch so, wie ich es eigentlich gar nicht haben will. Es soll noch weiter runter. Dann gehen wir hier hin. Gehen wir mal auf 80%. Dann klicke ich. Und zack, ist es schon weiter unten. Aber es gefällt mir nicht. Dann gehen wir mal auf 60. Es ist schon fast besser. Aber ihr wisst, was ich meine. So, super. So möchte ich es haben. So habe ich das zum Beispiel mit meinem Love. Ich trigger das einmal bei mir im Chat. Love. Dann kriegt ihr die unten da passend. Also ihr könnt hiermit voll viele Faxen machen. Dann speichert ihr das Ganze. Ihr könnt es duplizieren. Ihr könnt andere Sachen machen. Zum Beispiel Discord. Drückt ihr aufs Plus. Ihr geht drauf, Send Message. Dann gebt ihr euren Kanal ein. Ich mache jetzt mal Chatraum. Eine Chat Message. Zum Beispiel, ich bin jetzt live. Ich bin jetzt live. Und wenn ich jetzt hier drauf drücken würde, würde bei mir jetzt auf dem Discord in dem Kanal Chatraum eine Nachricht kommen, von wegen, ich bin jetzt live. Dann gibt es zum Beispiel noch Wait. Wait zum Beispiel. Auch sehr interessant. Das machen wir jetzt mal rein. Und zwar, das Wait ist jetzt eigentlich dafür da, wenn dieser Command getriggert wird, Mio. Möchtet ihr zum Beispiel, dass zwischen Bild 1 und Bild 2 eine Duration von 2 Sekunden ist. Da gehen wir mit dem Pfeil nach oben, damit der zwischen den beiden Bildern ist. Jetzt trigger ich das und dann seht ihr gleich, dass erst das eine Bild kommt, zwei Sekunden später das andere Bild. Erst das rechte Bild, zwei Sekunden später das linke Bild. Dafür ist das Wait sehr, sehr gut. Dann haben wir hier noch Twitter. Ihr könnt tweeten. Send Tweets. Auch wenn ihr online geht oder so, dann tweetet das Ding automatisch das, was ihr hier reinschreibt. Wollen wir jetzt aber auch nicht haben. Machen wir jetzt mal weg. Dann zum Beispiel. Ihr müsst euch mal ein bisschen durchfuchsen. Alles mal durchlesen. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Commands von mir. Das will ich jetzt natürlich nicht speichern. Was immer sehr wichtig ist, wenn ihr das fertig habt, immer abspeichern. Immer sehr, sehr wichtig. Ihr könnt eure ganzen Commands importieren, exportieren. Top.
Wir gehen jetzt erstmal hier raus. Dann zeige ich ein paar Commands von mir. Zum Beispiel die Top 20 KC. Ne, machen wir Top 10. Top 10. Wie im letzten Video schon gezeigt, habt ihr ja unter anderem Currency Ranked Inventory. So. Für die Top 10 oder Top 20 oder Top 30, was weiß ich, wie viele Tops ihr machen wollt, ist es immer wichtig, dass ihr hier raufschaut. Special Identities. User King Coins, Target User King Coins, Top 10 King Coins. Das sind Befehle, womit ihr arbeiten müsst, wenn ihr bestimmte Befehle machen möchtet. Ich zeige es mal bei mir. Top 10. Machen wir einmal die Top 10. Und hier habe ich zum Beispiel geschrieben, die Top 10 King Coins Sammler. Dollar Top 10 King Coins. Dollar Top 10 King Coins. Merkt euch das. Dann haben wir hier Dollar Top 10 King Coins. So seht ihr dann, wie viel Channel Währung der User hat. Was auch immer sehr interessant ist, die User können auch alles selbst mit einem Befehl abfragen. Dann habe ich das so gemacht, dass die Zuschauer alles selbst abfragen können. Wie viele King Coins haben die? Wie viel haben sie euch zugeschaut, etc. pp. Zum Beispiel mit dem Command Ausrufezeichen KC. Da gehe ich drauf, habe es eingegeben. Diesen Command dürfen nur Follower triggern. Jede Person für sich, nur alle 60 Sekunden und alles andere aus. Hier habe ich den Haken drin. Dann auf Chat. Dann habe ich hier Me, damit das schräg geschrieben wird. Dann Dollarzeichen, Username. Das ist derjenige, der das gerade getriggert hat. Beispiel Freigeist TV. Du hast den Rang. Dann kommt hier User King Zeit Rang erreicht und hast auf Freigeist TV User Time verbraucht. Mittlerweile hast du User King Coins. Wenn wir jetzt hier wieder auf Currency Rank gehen, seht ihr, dass diese Commands hier drin sind. User King Zeit Rank. Hier haben wir User King Zeit. Da müsst ihr dann nur ein Rank reinmachen. Da, User King Zeit Rank. Und hier User King Coins. Und hier User King Coins. Wie ihr seht, es ist extrem komplex. Ihr müsst euch da ein bisschen reintüfteln, aber wenn ihr jetzt überhaupt nicht weiter wisst, das ist das Geile auch an diesem Bot. Geht ihr hier auf Special Identifier Defense. Dann kommt ihr direkt auf die Mixed Up Seite. Und wie ihr hier seht, ist hier alles. Jeder einzelne Command. Welcher Command steht für sonst was? Wenn ihr Probleme zum Beispiel in dem Bereich Events habt, dann geht ihr in den Bereich Events, den ihr auf der rechten Seite seht. Events. Da kriegt ihr alles erklärt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel wissen möchtet, bei einem Horst, geht ihr hier drauf, klickt drauf, dann steht hier schon alles erklärt. Alles. Und das ist kein Hexenkessel. Das ist sehr, sehr easy. Man muss nur viel lesen und ein bisschen rumspielen. Dieses Mixplay, das kommt bald weg. Das gehörte zum Mixer. Hier sind die ganzen Skills. Sparks kommt weg, Embers kommt weg. Die schreiben das alles noch um. Die konzentrieren sich jetzt gerade hauptsächlich nur darauf, den Bot für Twitch umzuschreiben. Hier ist alles. User URL, User Avatar, User Title. Da kann ich euch auch was zeigen. Zum Beispiel, wenn ihr ein Shoutout machen wollt. Commands. SO. Das ist zum Beispiel jetzt ein bisschen komplexer. Shoutout. Können bei mir nur Mods machen oder ich. Das ist jetzt mein Shoutout. Extrem komplex. Hier ist wieder dieses Overlay reingemacht worden. Das ist alles, was so ins Bild reinfliegen soll. Hier Overlay Image zum Beispiel. Ich zeige euch mal, wie es aussieht. Ich trigger das jetzt mal für euch. Hey, listen! Jede einzelne Zeile, die ihr jetzt gesehen habt. Hier ist einmal das große Hintergrundbild.
wie groß das ist, etc. pp. Und dann geht's los. Shoutout Target Username. Das heißt, das Ad-Zeichen und dann schreibt ihr Freigeist TV und dann steht oben als erstes Freigeist TV. Und dann gibt es dann noch viele mehrere Zeilen. Shoutout Target Name. Gebt. Shoutout Target Name. Also gebt Freigeist TV. Dann wieder ein Follow. Darunter habe ich wieder geschrieben. Er spielt zuletzt Shoutout Target Username. Hier findet ihr den Kanal. Twitch TV, dann Dollarzeichen, Shoutout Target Username. Und im Chat kommt dann auch nochmal eine Nachricht. Gebt bitte doch mal Shoutout Target Username. Also bitte gebt doch mal Freigeist TV. Ein Follow. Twitch, dann die URL, wird dann im Chat getriggert und bestellt einen schönen Gruß von mir. Es wurde zuletzt zum Beispiel Call of Duty, gestreamt. Und dazu könnt ihr dann auch einen Sound einbinden. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in den Kommentaren. Wenn euch das bis jetzt gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich würde mich riesig freuen und natürlich auch ein Abo. Und wir sehen uns demnächst im vierten Tutorial wieder. Vielen, vielen Dank. Freigeist ist raus.